Ah ja, okay. Cool. Moin. Okay. Ja, moderiere ich an. Ja, geil. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Ready or Not. Heute mit Sterzig. Und Grizzly Cop und Nice. Oh, guck mal, ich kann mich auch noch ein bisschen größer machen. Also ist quasi Rainbow Six mit Voice over IP und nur gegen KI, aber sauschwer. So ein bisschen Tarkov auch, man. Du kannst dir so die Arme verwunden, die Beine verwunden und ja. So. Ein Hardcore-Shooter. Und wir befinden uns hier gerade in der Lobby. Die Jungs und Mädels schauen sich da schon die jeweilige Mission an. Und hier kann man auch natürlich in die Umkleide gehen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel meine Waffe auswählen. Also M4A1 finde ich immer schon sehr geil. Passt auch irgendwie zu SWAT, ne? Breaching Shotgun. Könnt ihr reden. Was meint er? Ja, mit V können wir reden. Schön. Granate, Flashbang, klar. So. Hier drüben kannst du deine Waffe customizen mit Visier und genau. Aufsetzen. Genau. Ah, oh, Alter. Ich dachte, das mache ich unten. Aber Optics, ja, ich hätte gern so Red Dot. Wie aim ich denn? Rechtsweg geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie mein Scope ist. Wo kann ich denn aim? Unten, ne? Das ist so Training. Jo, Leute, wir sind gleich für euch verfügbar. Ich weiß nicht, ob man hier. Hey, kann man auch trainieren. Peak Door. Ich will aim. Ah. Ich bin hinter dir. Ja, das ist in Ordnung. Hier ist eine Tür. Hab ich. Alter! Okay, das scheppert. Ja, warte, ich mach nochmal ein bisschen leiser. Warte, wie schalte ich ihn um auf automatisch? Auf X, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. So, ist auf. Rein. Tür ist auf. Links, rechts. Okay. Ja gut, also Scope. Warte mal, was wenn ich dich abballer? Ich würde vorschlagen, wir muten uns jetzt im Teamspeak und sprechen dann nur Endgame. Bis gleich. Jetzt kackt das Game ab. Jo, bei mir ist jetzt das Game abgekackt, als ihr wieder reintappen wollt. Jo, Sam. Joe Biden. Let's go, Joe Biden. So Leute, das Spiel war abgestürzt, wir sind jetzt wieder drin und hier sind jetzt Joe andere Biden. Leute und der eine sagt die ganze Zeit Joe Biden, wundert euch nicht. Oh, where are you from? Yeah, understood. Ja, bisschen awkward, wenn die nicht reden, aber müssen wir uns jetzt mit arrangieren, ne? Also in diesem Spiel ist natürlich Voice Chat elementär oder so, ne? Jo. So, fahren wir los. Wie ist die Lage vorhin? Joe Biden. Oh, Alter. Awesome. Passt auf, ja? So. Ja, hier am Hafenbecken, ne? Na gut, Jungs, ich will einen sauberen Einsatz. Jawohl, erstmal den Mann da verhaften. Haben wir eine Situation? Joe Biden. Copy. Daddy, hör dich nicht. Leute, Communication, please. Oh, Geht's Ihnen gut, Officer? Wie er die Hand zuvor hält. Hör mal, was knallt hier? Jungs! Warte, ich werf die auch mal ab. Jo, mach mal. So, Schnauze jetzt! Was ist denn los mit euch? Hat er gerade gelacht? Ich hab gerade ausgelacht. Wir lachten hier, also ist ja eine Frechheit. Ich find's so lustig, dass wir alle die Granaten werfen. Ja! Ne? Ich würde gerne ein Problem ansprechen, dass unsere Teamdynamik jetzt nicht optimal lief. Deswegen habe ich jetzt mal das Level restartet. Ich hoffe, wir können jetzt gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. So! Ja, also die Einsatzleitung hat uns jetzt leider zurückgerufen. Also sie waren jetzt weniger zufrieden. Wir sollen erstmal untereinander unser Problem lösen. Jonas, wo ist das Problem? Das Problem ist ja da rechts neben mir. Was
hier. Was soll die Scheiße? Was denken Sie denn, wie das was, läuft? Was, ich? Nee, der Nikolaus. Natürlich Sie. Ich hab doch gar nichts verbrochen. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Sagen Sie mal, Ihr Kollege, kennen Sie sich? Oder? Das hätte so nicht passieren sollen, ja? Verstehen Sie das? Ja, verstehe ich. Wird nicht mehr vorkommen. Okay, perfekt. Machen Sie mal auf die Tür. Jonas, wollen Sie mal ein bisschen mehr Gain einstellen? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Ich glaube, er hat verstanden, worum es jetzt geht. Okay, wo ist eigentlich Herr Achilles? Der ist, glaube ich, gelieft. Ja, das verstehe ich gar nicht. Wo geht's denn hier zur Mensa? Ich glaube, wir müssen hier die Brotdosen von unseren Müttern und Frauen mitnehmen. Hier gibt's, glaube ich, keine Mensa. Seit wann ist eigentlich bei der GSG, seit wann sind da Künstlernamen akzeptiert worden? Wie ist denn Ihr Name? Das ist jetzt neu dazugekommen. Und wie spricht man den aus? Nee, andere aber Frage. Welche Klausel ist denn das, die jetzt dazu kam? Was ist? Das heißt wie bitte, ne? Wenn Sie mit dem Vorgesetzten reden. Ja, tut mir leid. Wenn Sie uns hier zum Narren halten wollen, dann erzählen Sie uns wenigstens einen Witz. So. Aber anders halten Sie bitte einfach dann uns nicht an. Das ist im Regelbuch vom GSG. Regelbuch vom GSG. Sagen Sie, denken Sie, das hier ist ein Spaß? Nein, tue ich nicht, Sir. Naja, was denn für ein Regelbuch? Also spielen wir hier Kanaster und Bridge oder wie? Oder Romy? Und Mau Mau? Bitte verraten Sie uns doch jetzt einfach Ihren richtigen Namen. Nennen Sie mich einfach kurz. Oder Herr Buchholz, wie Sie wollen. Buchholz, ja, schön. Gut, Herr Buchholz. Also, wo geht's zur Kantine? Sehen Sie da hinten die KollegInnen? Die lachen schon. Wir machen keinen guten Eindruck. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal nach unten und versuchen, den ersten Pappraum zu klären, ja? So, Herr Buchholz, wie würden Sie denn jetzt hier vorgehen? Also, zuerst... Man muss ja auch Internetroller an die Hand nehmen und nicht für noch härtere Gräben sorgen. So, und was ich jetzt mache, ist, mache ich hier so auf. Dann so, okay. Gehe ich rein. Und lassen sich erschießen, oder wie? Nee, nicht unbedingt. Wenn ich Glück habe, dann steht halt niemand. Also machen Sie hier doch nochmal zu. Ja, das ist nicht ein. Ja, ist schwer. Ja, jetzt werden Sie schon lange tot. Ja, jetzt werden Sie natürlich tot. Herr Sterzig wäre jetzt auch wegen Ihnen tot. Wir proben einfach mal, dass Herr Sterzig der Räuber ist, ja? Herr Sterzig, würden Sie sich bitte einmal verschanzen? Ja. Also, Einsatzbesprechung. Ja, Sie rammen die Tür auf und der Jonas, der wird natürlich dann, nachdem Sie Platz gemacht haben, reinstürmen und Herrn Sterzig einfach hemmungslos erschießen, ja? Wie er zu klack. Probieren wir das mal. Okay, Sie müssen natürlich die Ansage machen. Auf 3 machst du die Tür auf. Ja, immer mit der Ruhe. 3, 2... So, jetzt bin ich dran. Lief ja einwandfrei. Da war er ja wieder. So, ja, dann ist ja die Übung vorbei. Fühlen Sie sich denn jetzt langsam bereit für einen Einsatz? Ja, ich fühle mich bereit. Herr Jonas, wie sieht's bei Ihnen aus? So, von bereit. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal rein, ne? Wollen wir hinten rum oder vorne? Ja, oder lass uns mal hinten rum probieren. Ja, sehr gern. Wir wieder rechtzeitig zum Frühstück zu Hause sein. Ja, ne? Ich hoffe auch, die ganzen. Ne? So, wie wir es besprochen haben. Ja, wie wir es geübt haben, ne? Auf 3. 1, 2. Alles tot. Ich hau rein. Gut, dann einfach nochmal. 3, 2, 1. Ja, das geht aber schneller, ne? Ja, die Tür ist versperrt. Da können natürlich Ganoven. Ich mach sie auf. Sehr gut. Wo haben Sie denn das gelernt, das Schloss aufmachen? Sind Sie das in meiner eigentlich? Grundausbildung. Das so. Sollten Sie eigentlich auch können. Aber ist jetzt offen. Sie können die Tür aufmachen. Ja, das war's dann auch wieder. Na gut, rein. Ja, können Sie keine Geiseln von Geiseln jemand unterscheiden? Naja, der hat schon ein bisschen schief hier geguckt. Ne? Aber warum ist denn der sonst hier? Sag mal, also. Der ist ja ein Einsatzgebiet, da haben ja Zivilisten auch nichts zu suchen. Ja, der war ja hier eingesperrt. Oder? Ja, aber die Tür war doch offen. Die Tür rechts führt nach oben, da müssen wir hin. Okay. Ja, mit Lageplan. Dann einmal bitte aufknacken den Laden. Wollen Sie vorgehen oder trauen sich das zu? Ja, das sagt man aber nicht. Ne? Der hat mich beleidigt, Entschuldigung. Der geht schon los. Ja, der ist ein bisschen frisch. Aber ich hab mal eben den Kassettenrekorder angemacht.
Das war, glaube ich, auch ein Zivilist. Ja, das waren ja jetzt beide Zivilisten, die, ne, geschossen haben. Das ist ja erstaunlich. Nee, die hatten Waffen und haben auf uns geschossen. Ja, aber die sahen ja genauso aus, ne? Da gehen sie mal voran. Ja. Ja, Herr Buchholz, da haben wir jetzt den Salat, ne? Na gut, hat jemand einen Defibrillator dabei oder müssen wir Herrn Buchholz jetzt liegen lassen? Der bleibt jetzt da liegen, würde ich behaupten. Guck mal, jetzt aus seiner Akte. Gut, ja gut. Ja, ist clear. Die haben ja überall Greenscreen, ne? Sind das Streamer? Gut, dann machen wir hier die erste rechts, würde ich sagen, ne? Dann Jonas, wenn ich bitten darf. In allen Ehren, Jonas. Tun Sie Ihren Job. Put your hands up! Mein Gott. Das hab ich jetzt auch einfach anders geplant bei diesem Einsatz. Aber da würde ich behaupten, da bin ich froh, dass ich da... Wollen Sie mir noch mehr ins Gesicht leuchten? Das sieht clear aus soweit. Ja, das war natürlich jetzt fatal. Ja, jetzt bin ich langsam sauer. Hm? Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, war auch unnötig, wenn ich jetzt mir so den Raum anschaue. Also, ja, jetzt muss der Chef natürlich wieder alleine ran, ne? Wie geht denn jetzt hier? Ja, dies. Hoppala. Also, der hat die versperrt, wa? Das ist ja ein Malheur. Ja, so klärt man den Raum, Leute. Ja, ihr schaut ja zu, hoffentlich. The suspect has expired. Oh, das war natürlich ein Reflex. Also, vielleicht, also... Get on the ground, now! Nee, das ist legal. Stay where you are. Ja, bei Kern lasse ich nichts anbrennen. Ja, bitte jetzt keine Widersprüche mehr. Please, get down! Ouch! Waren ja Warnschüsse, ne? Ja, da haben sie jetzt einen Streifschuss abbekommen, ne? Weil sie nicht rechtzeitig runtergegangen sind. Au! Hands up now! Drop your knees! Oh. Das war jetzt so nicht geplant. Was ist das? Ja! Gucken, ob die noch da sind. So. Ja, ist ja gut gelaufen. Was war da los eben? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Also das lief ja gar nicht. Hä, was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Warum sind sie denn eliminiert worden? Ja, da ich hab ganz normal die Tür aufgemacht, so wie jeder andere Mensch. Und dann stand da einfach jemand und der hatte so einen richtig, richtig krassen Revolver. Und der hat mir einfach einmal in den Kopf geschossen und dann war ich weg. Jonas, was ist denn bei Ihnen passiert eben? Ich habe ein bisschen doll an der Tür geruckt, da ist die Falle ausgelöst. Na gut, also das verstehe ich schon eher als die Argumentation, wie ein normaler Mensch die Tür geöffnet. Ne? Wir sind ja ein Spezial-Sondereinsatzkommando. Na gut, Herr Sterzig, was ist denn bei Ihnen passiert? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Durch die Explosion, die Herr Jonas ausgelöst hat, habe ich tatsächlich ein paar Splitter in meinen Hals bekommen. Ah, und als ich dann an der Tür ankam, bin ich tatsächlich verblutet, bevor ich den Gegner komplett aus dem Leben schallern konnte mit der mir gegebenen Macht in meiner Hand. Na, das ist natürlich unglücklich gelaufen, aber gut, dass ich natürlich da war. Was ist denn Ihre Meinung zum letzten Einsatz, Herr Sinevier? Das ist ein Austauschagent, der kommt aus Amerika, der kann kein Deutsch. Ja, aber er hat ja trotzdem vielleicht eine Meinung. Excuse me, Sir. Yes. What is your the last mission. Opinion. Right? The last mission. Last mission? Yes, it was full of catastrophes. Yeah. For me, it would be very interesting what your opinion is about the last mission. I mean, you are now a member of the team, right? Yeah. So I must have what you want to hear. Okay, thank you. Herr Sterzig, wollen Sie einmal kurz mit mir kommen? Also, ich würde an der Stelle um Versetzung bitten, weil die Scheiße würde ich mir nicht mehr geben. Also,
Wo gucken Sie hin? Dementsprechend würde ich jetzt erstmal Schichtende machen und vielleicht trifft man sich heute Abend noch in der Bar. Ich würde schon mal gehen. Ja. Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, eine sehr spezielle Folge und damit würde ich es dann auch belassen wollen. Entschuldigung, Sie haben noch mein Quetschpaket. Ah, ja, bitteschön. Danke. Haut da rein, ne? Tschüss. Und schaut bei Sterzig mal vorbei, bei Herrn Sterzig.